Wie ich es geahnt habe, es ist der Kompressor, der kaputt gegangen ist. Der wird dann gewechselt mit der... Vielleicht sehen wir uns dann geschminkt wieder. Ja, wir wollen noch weiterspielen. Nein, ihr könnt morgen. Nee, dann will ich nicht mehr. Dann will ich nie wieder. Ich will mich mit keinem mehr verabreden. Die haben sich nonstop gestritten. Nonstop. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Tag mit mir. Gestern habt ihr ja mitbekommen, ging es mir nicht so gut. Heute deutlich besser. Ich war beim Friseur, man sieht es wahrscheinlich nicht so ganz. Ich habe nämlich mir selber nur hier... Auf der Schatzi, nicht einfach kommt und macht auf und geht. Ich habe nur den Ansatz oben mir gefärbt und jetzt habe ich alles halb machen lassen. Und dabei sind wir aber nicht in die Länge gegangen, denn ich möchte ein bisschen heller werden. Dann hatte ich heute auch Besuch von den Techniker für meinen Kühlschrank. Bezahlt habe ich 80 Euro, 79,90 glaube ich. Und dabei wurde der Fehler herausgefunden, wie ich es geahnt habe. Es ist der Kompressor, der kaputt gegangen ist. Der wird dann gewechselt mit der Platine. Und bei uns ist in der Garantiezeit noch damals auch der Display kaputt gegangen. Das hätten die uns repariert kostenlos. Aber ich weiß noch, wir haben damals ziemlich lange telefoniert mit verschiedenen Seiten und bei einer gelandet, wo wir einfach nicht durchkamen, weil ich keine mehr habe, Schatz. Ja, okay, sorry. Auf jeden Fall würde die Reparatur 600 Euro kosten und jetzt überlege ich, was ich machen soll. Wenn ich mich dafür entscheide, dann würde man das verrechnen. Es gibt dann 6 Monate Garantie auf die neuen Sachen. Aber ich muss sagen, dass ich diese Kühlschränke, die so anders aufgehen, auch super gut finde, da man da größere Sachen hineinmachen könnte und die fangen schon ab 1000 Euro an. Deshalb, ja, und dann hat man wieder 2 Jahre Garantie und ich würde auf jeden Fall eine 4 Jahre Garantie daraus machen. Die Celine hat heute eine Aufklärung, also ich eigentlich wegen ihr, sie kommt mit, wegen der Narkose und ihrer Nase. Celine, wie war es bei der Ärztin? Also wir haben den Termin, das stand auch schon letztes Jahr fest. Ich wusste es nur nicht mehr. Und Baba, mein Termin. Hat es nicht so lange gedauert. Wir mussten total lange auf dem Fahrstuhl warten und sind dann doch gelaufen. Ich habe einen Bonbon gekriegt, zum Mama. Siehst du mal, also der Termin ist ganz gut verlaufen. Ich wurde nur informiert, was sie darf und was nicht. Und dann gibt es sowieso noch einen Narkosetermin, den ich auch noch machen muss. Nein. Und jetzt fahren wir Wasser holen. Eine Kiste passt nicht mehr in den Kofferraum rein. Und ja, dann geht's schon wieder nach Hause. So, wir haben jetzt Wasser geholt, die anderen Kisten und alle abgegeben. Eis. Und Eis. Sie hat sich ein Eis geholt. Und zwar ein Himbeereis. Ja, das lecker ist. Bist du dir sicher? Hast du schon mal diese Sorte gegessen? Es ist so verregnet. Oh mein Gott. Wieder zu Hause angekommen, gibt es direkt mal Suppe. Also eigentlich ist es ein Bouillon, normalerweise immer mit Nudeln. Aber diesmal mit Kartoffeln und ja, sieht so ein bisschen aus, wie ich das Essen mache. Nur ich will auch noch ein bisschen Mango. Du kriegst ein viel Suppe, nicht ein bisschen Mango. Was ist da? Kuchen. Echt? Hm. Wow. Lecker, riecht total gut. Hast du echt entdeckt? Ja. Siehst du? Und du, Mama? Mir war langweilig. Das ist gut, dann profitiere ich nur davon. Ich gedacht, ja, das war super. Sonst gibt's kein Eis. Komm. Ess mal Suppe essen. Da wirst du groß. Komm, ich setz mich neben dich, Can. Da wirst du groß. Stark. Stark. Und da gibt's ja auch Eis. Itzi, machst du das bitte weg vom Tisch? Sag mal. Mango. Itzi, Metzi. Ach so was. Ich war so verdient ins Essen. Ja. Man kann nicht übertreiben. Mama.
schon gut gegessen. Aber Mathe nicht da, ja? Ist einfach, ja. Ja, aber die gibt's hier in der Mama. Ja, ist. Aber nicht auf meinen Schoß. Ist einfach. Das ist unglaublich, wie der verhindert, dass ich irgendwie produktiv bin. Ich wollte jetzt die Wäsche zusammenlegen. So viel habe ich geschafft und das unter diesen Bedingungen. Und dabei gucke ich mir Servus TV an. Total die coole Reportage über Essen. Als konstruktiver Nachgang wurde diese Entscheidung geändert. Und es war verboten, in der Öffentlichkeit Gas zu lassen. Was ist denn verboten hier? Zu pusten! Es ist inakzeptabel, es ist absolut inakzeptabel, dass das niemand merkt, dass da so ein Buch herumliegt, selbst wenn es nicht gesungen wird jeden Tag. Ja? Und die ich werde gerade belohnt, dass ich hier so fleißig bin. Ja, Jan? Wow! Der Tiger ist aber sehr mutig. Und ich auch. Ich probiere jetzt ein bisschen. Ich kann zwei Gabel hier aufdecken. Mhm. Wow! Mmh. Lecker. Guck mal, der. Guck mal, da ist ein Elefant. Nein! Beide Fleische hast du? Nein! Cäsar! Nein! Z! Kuscheleinheiten! Muss ich dir ganz gut sagen. Guck mal, wie hört sich das an? Was du da schreibst. Fettnack mit der Farbe. Meine Eltern. Ein Raclette aufgebaut. Koma. Wie ist so? Kann ich, ein Schiff kannst du machen. Kann ich, meine ganze Familie. Guck mal, die musst du fangen. Nein, komm her. Da rein. Ohne dich. Gute Nacht. Du darfst bei Oma bleiben. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute die Zellen im Haus, denn die haben heute ziemlich kurz, also nur bis 12 Uhr offen, ohne Essen. Sie darf wenigstens mal heute noch einen Tag zu Hause bleiben. Ich werde mich gleich fertig machen. Wie man sehen kann, sehe ich ein bisschen so müde aus. Ich habe auch in der letzten Zeit gar keinen Selbstbräuner mehr benutzt und ich habe extra die Kamera angemacht, denn ich möchte mich heute wieder ein bisschen stärker schminken und finde irgendwie diesen Vorher-Nachher-Effekt zu krass und will selber für mich auch mal gucken, zu was ich in der Lage bin. Also das ist jetzt das Gesicht, wie ich aufgestanden bin im Winter ohne irgendwelchen Fake-Tang-Tang-Tung. Und gleich sehen wir uns dann geschminkt wieder.
So, okay, nach Stunden bin ich jetzt fertig und muss feststellen, dass ich das Locken-Ding in teuer nicht auszahlt. Heute habe ich die Locken nämlich damit gemacht. Das hat, glaube ich, 80 Euro gekostet. Und letztes Mal, wo mir selber die Locken auch so gut gefallen haben, das war der Lockenstab von Remington. Ich glaube, für 20 Euro oder 26 habe ich damals bezahlt. Dann war er wieder billiger. Und ja, es ist okay, aber überhaupt nicht nötig. Der andere macht einfach sein Ding perfekt. Jetzt weiß ich es aber, weil ich mich gefragt habe, ob es mit diesem Gerät besser geworden wäre. Meine Mama ist jetzt gerade auch mit der Celine zu Penny rausgegangen. Ich habe noch eine Stunde, dann muss ich den Gianni holen. Mama! Ja, Gianni? Mama, ist gut, gell? Ja. Mama, ist mir zu lecker. Komm mal, das los. Genieß das, ab morgen. Ich mach auch Kartoffelbrei. Ab morgen McDonald's. Ist da was da drin? Eben ja. Dann ist das. Nein, ich bin eben ja. Ich war 10 Jahre, aber ich bin nicht. Dann. Aber da ist was drin, oder nicht? Also, sind Sie alle schon neu und so schnappen? Ich verkaufe dich als eine große Schreier auf der Schreiermarkt. Die zahlen gutes Geld, wenn jemand auf Kommando schreien kann. Ja. Und damit kann ich werben. Oma könnte kommen. Ja, ich komme gleich. Mama, bist du einverstanden? Klar. Ne? Warum nicht? Ist doch ein richtiger Beruf? Genau. Anerkannter Beruf. Max Schreier. Ja. Wenn die CD ist kaputt, wir haben die CD zerkratzt. Und das kann ich ablesen. Ja, das kann ich nicht. Ich glaube, das war Kinder. Das darf man nicht sich auf den Schaukel. War ausgekippt. Nee, das nur Lutki waren. Von alleine hat es gegessen. Ja, von alleine. Ja, ja. So. Ich habe jetzt den Gianni mit und meine Sachen für den Steuerberater. Meine Mama tut etwas für ihre Gesundheit, für ihre Schönheit, für ihre Jugend. Genau. Sie räuchert sich ein. Ja, bei mir ist langweilig. Sind die Mädels da? Nein. Nee, noch nicht. Die kommen gleich. Guck mal, ich esse meinen Lippenstift auf. Du siehst wie Karpf. Ich bin ein Karpf. Ah, guck mal, hier sieht sie orange aus. Nein, das ist schwarz, Mama. Das Schwarze ist rot. Nein. Schokolade zu Hause? Ja. Nee, nee. Okay, dann gehe ich mal. Genau. Ja. Ich weiß nicht, was ich filme. Mama. Aber ich sehe nichts. Mama, na gut, Mama. Jednego? A tam jeszcze jeden leży. Okay. Das ist das einzige Kind, das ich kenne, das ich anschnallen will von meinen. Die denken sich, oh mein Gott, Frau am Steuer. Genau. Sicher ist sicher. Mama, schneide mich lieber an. Okay. Siehst du sie? Ja, Tierkrenz. Ich brauche echt lange. Ja. Na, siehst du? Siehst du, hab ich gesagt. Frau am Steuer. Piłaś? Zeig mir! Kabel! Tschüss! Bis morgen! So, und du machst die Blätter ab. Kannst du das? Muss man das anschneiden, warte mal. Und du schälst du das. Die alten Blätter. Ja, ich kann das. Ich kann das. Siehst du?
Das ist ja große Hilfe. Und lecker ist. Geht der Beute. Das ist schon gut. Und das ist der andere Beute gemacht. Jetzt ist im Wasser. Ja. Guck dir dann da eingeweiht. Genau. Der Wasser ist im Wasser da eingeweiht. Guck mal, der Bettbensur. Ich ist es ab. Genau. Und guck mal, wie es dir ist. Guck mal, wenn du tätig. Tätig. Wann ist die Mondphase wieder, dass man schreiben kann? Ich sage dir. Heute nicht. Ja. Ganze Tag nicht. Geh mal von der anderen Seite. Oh oh, oh oh, oh oh, genau. Oh oh, oh oh. Ja, genau, Katze und Maus. Ja, uciekaj. Uciekaj. Drugą stronę, szybko. Szybko. I ty goni. Scheiße. Das war gut. Der wusste nicht, habe ich geträumt oder wer war das? War das die Mama da? Mama, verbrennt er was? Ja, das ist gut. Der hat mir geholfen. Guck mal, Mama, der hier ist wie eine Kakerlake. Ja. Der andere. Echt? Aber wie voll aggressiv und der kennt keine Gnade. Der fährt sogar die Wände hoch. Ne, Gianni? Ne, Gianni hat vor Angst vor dem. Es macht schon Spaß, aber man muss voll aufpassen. Die Kinder gehen gar nicht dran, nur ich. Gianni, so teure Batterien, ey. Das ist einfach stehen. Also, ey, Kumpel. Die Oma ist noch da. Schreiverbot. Der hat ja auch eine Batterie im Hand, also auf dem Boden. Ist das richtig? Nee, die soll wieder rein, weil sonst kann er ja nicht, die ist von der Fernbedienung. Dann guck mal die Batterie rein. Du hast die Batterie raus. Ich glaub nicht, dass das so geht. So? Genau. Das ist die Nippel, ja. So, wir werden jetzt essen. Selinchat, wartest du noch auf deine Geschwister? Ja. Die Oma-Katze hat mir Fleisch gemacht und sie so, von ein Stück wirst du schon nicht. Als Essen bitte eine Hemd, das ist das. Am Tisch essen wir mit einer Garten. Ist noch jemand, die Frikadelle? Ja, ich. Du hast noch einen Job, du? Ich will eins, zwei. Zwei? Mhm. Oh. Die selbe du Bier. Und das keine mehr. Ich bin komplett, ne? Ah, das ist ein Komplex. Deswegen ist es so lecker. Und ich liebe das Knopf oder den da. Hast du gelächelt natürlich, ja? Mario. Weil er so lange gezockt hat dran. Genau. Hätte ich auch gemacht. Ja. Dann, lieber Mama, als Neuen gibt es auch Mario. Hey. Der Gianni möchte Mango. Die Kinder haben nämlich gerade gebadet. Und nun gibt es eine leckere Mango. Mama, das Mehl steht in einem Brett. Schön, das Mehl in einem Brett.
Display. Und ein Messer. Das, bitte, kleiner Pilz. Was du noch wünschen? Bin ich kleiner Pilz. Und... Die Decke wird da. Irgendwas findet sich bestimmt, Mama. Ella? Ja, das. Nehmen wir ich möchte okay, das. Dann Mama, dann. Ich möchte das. Gib. Warte. In die. Ja. Die Analyse. Mango ist gar nichts für mich. Danke, Mama. Bitte, Dani. Gut, dass du noch lebst. Ich lebe noch. Du lebst noch, yeah! Bei uns läuft eigentlich sowas gar nicht. Das ist Mama voll langweilig. Also das Einzige, was ich wirklich machen würde, direkt mal hinfahren und selber hüpfen. Skakatsch. Mit dem Poskakawa. Wie manche sich spielen da. Gleich zu Ende und kommt Dschungelbuch. Dschungelbuch. Also das Video schneiden fällt mir heute irgendwie schwer. Und die haben den ganzen Glitzer Mama aufgebraucht. Die wollten, was wolltet ihr machen? Schleim? Knete? Knete. Wir könnten mal versuchen, so einen Schleim zu machen. Ich habe aber schon einmal getestet und wollte dann ein Video machen. Das hat nicht geklappt. Meine Mama hat einen Salat gemacht. Mama, was hast du da rein gemacht? Chicorée? Alles, was muss weg. Dann allen Salat von mir, weil ich kaufe und nicht esse. Roma-Salat, Oma. Normaler Salat auch, oder? Der eine. Ja. Keine Ahnung. Was heißt aber ja? Ja. Oma hat immer recht. Hallo mein Kind, was hast du da? Was isst du da? Wurst. Alle wollen Wurst. Komm her zu mir. Hast du deine Nägel geschnitten? Selber? Gestern, oder? Gleich kommt Dschungelbuch. Oh nee. Hä? Wieso? Ich dachte, du willst das gucken. Nicht mehr. Wieso? Weil ich die ganze Woche nicht geguckt habe und dann... Axelia, das ist keine Serie. Das ist jedes Mal, jeden Tag das gleiche Kacke. Jeden Tag fressen sie irgendeine Kakerlake. Ich bin nicht mehr. Das ist keine Serie. Dass du der Faden verlierst. Mama, wenn wir zum Beispiel, Axelia war bei einer Freundin, ja, wir wollen noch weiterspielen. Nein, ihr könnt morgen. Nee, dann will ich nicht mehr, dann will ich nie wieder. Ich will mich mit keinem mehr verabreden. Das sagt sie selbst. Mittlerweile, weil du es ihr so beigebracht hast. Ich mach's aber weil nicht ihr, weil mehr. Ihr könnt nicht ohne einander. Ihr seid ein Herz und eine Seele und ihr eine Seele eine und ein Herz. Um Gottes Willen, das Gott sei Dank nicht. Meine Cousine und mein Cousin, die waren kein gutes Herz und Seele, Verwandtschaft und alles. Warum? Die haben sich nonstop gestritten. Nonstop. Also ja, meine Cousin und Cousine. Die haben mir verboten, mit ihrer Luft zu atmen. Ich sollte es lassen. Die haben uns gestritten. Das war damals nicht lustig. Wie lange war ich bei denen? 3 Wochen oder 6 Wochen? Ein Monat. Oh Gott, das war die Hölle. Ein Monat habe ich dich abgegeben. Warum? Mama musste arbeiten. Ich war unartig. Von wem? Mama hat gearbeitet. Kannst du das iPad? Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Du warst 5. Du bist ja nicht. Ich dachte, ich war viel vernünftiger als sie. Du bist ja voll das Kind. Oma hat Ben Schnaps gemacht. Birne! Ach so! Auto! Oma hat in Deutschland Birnen gemacht. 0 Minuten und Kamera ist zu heiß geworden. Die Kleine kann nur 5 Minuten aufnehmen. Deshalb habe ich die andere noch. Die kann eine halbe Stunde. Deshalb sind die Szenen immer so kurz. Und meine Kamera, wie lange kann sie? Halbe Stunde und dann musst du sie nochmal anmachen. Manche können 15 Minuten und dann musst du sie nochmal anmachen. Meine Mama war
Wir wollen lieber nicht so leben wie die Oma. Sie hat schnell gelebt. Sie musste schnell, weil sie ist auch schnell gestorben. Wie schnell? Sehr früh. Wie früh? 44. Ah, mein Gott. Boah. Warum? Ja. Die Lebenseinstellung und die Lebensführung. Begünstigt manche Sachen leider. Sie hat jedes Jahr gewartet, wann sie tot ist. Was? Wollte sie? Nee, wollte sie nicht, aber sie hat immer gesagt, Mama, fahren wir nächstes Jahr in Urlaub, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch lebe. Oh mein Gott. So ja, was. Aber ich habe mit Klaus gesprochen, genau so sieht's aus. Die Menschen sind oft, die negativ eingestellt sind, auch mit Krankheiten eher. Ja. Guck mal, wie ich immer gejammert habe und wie viel Zeug ich hatte. Ich konnte ja nichts mehr essen. Ja. Das ist die Lebenseinstellung. Nach Bestellung. Möchtest du ein Schmierenbrot? Mhm. Also, Achille, und ich habe vergessen, dir das zu zeigen, ne? Mhm. Also, ich sage dir so, ungefähr. Eine Zitrone für alle vier reicht. Eine große Zitrone oder zwei kleine. Okay, meine Lieben, ich bin plötzlich nur noch am Niesen. Keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, ich bin einfach zu lange wach. Und er geht jetzt aus dem Grund schlafen. Gute Nacht.